Na, stehst du auf, Kumpel? Ne, faule Socke. Und dein Kollege, der hinter sich sauber gemacht, das ist wieder löblich. Kriegt er hier einen schönen Vermerk im Arbeitszeugnis. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Resident Evil HD Remastered 93 Stufe. Wir sind kurz davor, das letzte Gebiet zu betreten, das Laboratorium. Wir werden es sehen, wir werden reingehen, um zu verstehen, was hier vor sich geht. So, sollte ich hier was eintun? Natürlich, das brauche ich nicht. Mein Kampfgewehr. Ich glaube, die Magnum hebe ich mir lieber auf für die Abschnitte, wo ich weiß, wo die Chimären kommen. Was sagt... Weil da habe ich schon ein paar Schüsse. Die Diskette nehme ich die gleich mit. Meine Pistole, ich glaube, das tausche ich mal aus. Weil da kommen erstmal ein paar Zombies, ein paar normale Zombies. Ich könnte aber auch gleich schon das normale Gewehr mitnehmen, weil... Und das hier austauschen, weil ich werde ja die zwei Medaillen gleich wieder ablegen. Und dann habe ich was auch für die größeren Kaliber. Für die großen Mücken. So, wo habe ich jetzt nochmal meine Munition abgelegt? Im Vergleich zum letzten Mal ist es hier, glaube ich, ein größeres Durcheinander hier. Habe ich zumindest das Gefühl hier. Oh je, keine Waffe in der Hand. So geht das nicht. Tue ich hier austauschen? Hui. Na, lassen wir erstmal hier die... Jetzt habe ich gar nichts ausgestattet. Machen wir erstmal die Dolche. Ich will mir gar nicht ausmalen, wie es sein würde, wenn ich gar keine Verteidigungsgegenstände hätte. Wobei das ja doch öfter schon mal der Fall war bei meinem Chill-Durchlauf. Und dann wurde ich zum Beispiel hier angegriffen und dann... Besteht dann eigentlich immer noch die Möglichkeit, dass ich dann Gegner von mir wegschieben kann? Oder ist es eher dann, oh, der Zombie hat mich erwischt und nun wird er mich zu Tode knabbern? Und zwar nicht auf die sexy Art. Nö, 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 nö. Apropos sexy, was für ein Übergang. Den Wesker haben wir hier getroffen. Der hat uns ja hier dann geholfen, anstatt jetzt dann der Barry dann bei der Jill. Und der ist runtergefallen. Aber keine Reaktion. Im Sarg liegt ein Skelett. Moment, hier ist noch etwas anderes. Ich glaube, das habe ich beim letzten Mal gar nicht gemacht, dass ich in den Sarg reingeschaut habe. Oh, ein Familienfoto. Es ist ein Brief. Den habe ich damals gar nicht gelesen. Meine liebe Lisa, jeden Tag schwindet mein Bewusstsein weiter. Die Spritzen von den Männern in weißen Kitteln machen Mamas Jucken besser. Heute gaben sie mir eine Spritze mit Vitaminen. Wenn sie mir die Spritze geben, kann Mami nicht klar denken. Aber Mami ist traurig, weil Mami es nicht mehr schafft, euch immer in Gedanken zu behalten. Mami hat Angst. Angst, alles zu vergessen. Besonders die Erinnerung an dich und Papi. Wie er aussieht, was wir zusammen gemacht haben. All das verschwindet allmählich in eine Finsternis in mir. Oh Lisa, ich möchte jetzt sofort dein Gesicht berühren und dich in meinen Armen halten, damit ich unsere wunderbaren Erinnerungen an dich und Papi behalten kann. Lisa, wir können hier nicht bleiben. Wir müssen fliehen. Hör mir zu, Lisa. Unsere Chance kommt, wenn wir nächstes Mal beide gemeinsam im Labor sind. Wir stellen uns beide bewusstlos und wenn der Mann in Weiß nicht aufpasst, nutzen wir unsere Chance. Wenn wir draußen sind, suchen wir gemeinsam nach Papi. Okay, Kleine? Du musst stark sein, Lisa. 13. November 1967, Jessica Trevor. So, die lange Skelett. Oh. Die Geschichte von der Lisa war ja sowieso schon so tragisch. Und jetzt, nachdem ich jetzt auch noch diesen Brief gelesen habe. So wie sich das nämlich anhört, ich müsste die Daten überprüfen, könnte das nämlich der Tag sein, dass es der Tag ist, an dem sie fliehen wollten und an dem Tag ist sie dann verstorben. So klingt das, so wird es dann wahrscheinlich so hingegeben. Da muss, glaube ich, muss der Wolf rein. Brauchen sie jetzt nicht wirklich? Oder Einrichtung. Atlas, okay, andere Seite.
Also so vermutlich haben sie das versucht dann zu vermitteln, ja. An dem Tag, wo sie fliehen wollten, da hat die Mutter dann ihr Ende gefunden. Und die Lisa hat ja dann versucht hier, wurde dann weiter als Versuchsobjekt benutzt, missbraucht. Und die haben ja dann eine andere Frau mit dem Gesicht ihrer Mutter, was ja die falsche Mama war, hier benutzt, um sie unter im Schacht zu halten. Und ja, aber die Lisa hat gemerkt, das ist sie nicht. Hat ihr das Gesicht abgezogen und dann haben wir sie ja so rumlaufen sehen. Und das Schlimme ist, auch wenn die Lisa diesen Fall jetzt überlebt hat, der könnte man nicht mehr helfen. Oder? Man könnte ihr nicht mehr helfen, sich zurückzuverwandeln, weil einfach die Infektion zu weit schon fortgeschritten ist und zu weit zurückliegt. Das ist das Schlimme. Ob nun bei Krankheit, Mutation oder was auch immer, wenn sowas ist, dann kann man es nicht mehr rückgängig machen. Aufzug benutzt, dann, ja, dafür sind Züge sind zum Aufziehen da oder runterfahren da. So. Ich gehe mal auf Nummer sicher, nicht, dass hier doch nochmal irgendwas um die Ecke kommt. Eine Karte habe ich nicht. Aber hier geht's runter. Da unten ist ja, glaube ich, dann auch nochmal ein Speicherpunkt, also. Aber ich glaube, den brauche ich jetzt erstmal nicht nehmen. Aber ein Farbband habe ich hier. Ach, wisst ihr was, dann tue ich doch mal speichern, wenn sie mir hier Farbbinder geben, bis zum geht nicht mehr. Da ist die Schreibmaschine. Die sind ein Fan von alten Sachen, merke ich hier in der Villa. Gut. Das ist Nee, das hat nichts mit Fernsehen zu tun. Das ist sogar richtig schlau gemacht. Es ist eine alte Villa. Deshalb gibt es hier noch Schreibmaschinen. Nicht sowas wie hier PCs oder was auch immer. Hä? Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Die Musik. Die Musik! Ich habe mich gerade von meiner eigenen Reflexion hier erschreckt. Ich dachte, da kommt da jemand. Steht da einer durch die Türe. Will ja gerade einer durchgehen. Und dann haben wir diese unannehmliche Position hier. Wer will als erstes gehen? Wer geht da vorbei? So ist richtig. Ich ziele auf dich, du fällst um. Okay, jetzt wird der Kopf abgeschossen. Oder nicht? Bubble, wo bist du? Na, wo ist der Zombie? Durst-Zombie. Bam. Und Abstand halten. Bam. Drei. Also ich habe viel öfters Kopfschüsse hingekriegt, aber nicht so oft wie. Aber ich würde es öfters hinkriegen auf Kommando. Bam. Da zum Beispiel. Da wäre ein Kopfschuss jetzt schön gewesen. Weil die werden jetzt auch wieder zu Redheads. Um die muss ich mich dann später kümmern. Bliblablub. Eine Modeskette. Zwei habe ich meinen Besitz. Das ist ein elektrisches Verriegelungssystem. Da weiß ich, wenn es da geht's runter, da ist wahrscheinlich dann die Chill am Ende eingesperrt. Und dann muss ich am Ende, wenn dann glaube ich der Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert wird, muss ich dann da noch schnell hin, weil die Tür dann aufgeht oder so. Das war doch glaube ich so. Ich höre dich. Und ich sehe dich. Bam! Ab ist der Schädel. Und die Bühne kann man auch nicht austauschen. Bam. Vier. Vier Schüsse hast du ausgehalten, mein Freund. Du stehst aber nochmal auf, das weiß ich. Bam. Hinfort mit dem Bösen. Hinfort mit dem überstinkenden Gestank. War da noch einer? Ich weiß, hier war irgendwo ein Schlüssel, glaube ich, versteckt. Nee, Dolch war hier. Oh, Pistolen. Magazin. Sehr schön. Und ich habe schon alles gefunden. Das ist sehr gut zu wissen. Habe ich auch alle Zombies hier erledigt. Die Tür ist verschlossen. Eine Art Hochspannungssymbol ist in das Schloss eingraviert. Da hat sich aber jemand wirklich viel Mühe gegeben. Die Tür ist verschlossen. Eine Art Hochspannungssymbol. Ja. Das heißt, irgendwann muss der Strom abgestellt werden, damit es überhaupt weitergeht. Und da bin ich gekommen.
Nee, von da bin ich gekommen. Kann ich hier durch? Oh, da gar nicht durch. Okay, das war die Tür. Ich muss jetzt nur wieder hier mich erstmal orientieren. Wo muss ich lang? Wo kann ich lang gehen? Und ich habe Munition. Lecker, lecker Munition. Hier war doch das mit dem Passwort gewesen, was ich irgendwo finden muss. Umbrella Corp. Computer EOS Roberts. Copyright Umbrella Corp. Welcome to Umbrella. Please input. Ich kann mich nicht dran erinnern. Ich weiß aber, wo ich die Daten finde. Und zwar in diesem... Logger incorrect. Selbstzerstörung aktiviert. Wie gehe ich zurück? Ich will einfach nur wieder zurück. Ich weiß, dass ich muss erstmal hier den Eintrag lesen, wo ich den Namen und auch die Daten habe. Escape. Okay, ah, Escape muss ich drücken. Ich muss fliehen. Was war hier nochmal? Munition, erste Hilfe, Kasten. Okay. Wenn ich mir das merke... Und eine Blendgranate. Sehr schön, die kann ich mitnehmen. Wenn ich ja nochmal hingehe, könnte ich mir das dann holen. Ich habe ja so viele Erste-Hilfe-Sachen. Mein Server zur Datenverwaltung. Anscheinend ist er kaputt. Anscheinend! Kennst du dich jetzt wieder schon wieder aus? Ein Teil einer Leiche liegt auf dem OP-Tisch. Ja, was Thanksgiving an dem Tag, hä? Lasst uns hier die Leiche verteilen unter all den Bediensteten hier. Du kriegst ein bisschen vom Finger, du was vom Oberarm und hey hier, die Armbeuge, die sieht doch schmackhaft aus. Ich glaube, wenn ich hier durchgehe und in einer der Türen ist da was. Ich glaube, hier sind aber auch Zombies. Und ein erster Hilfekasten. Yes, sorry. Ganz viele Türen. Ich brauche auf jeden Fall die Karte, damit ich die Tür nicht übersehe. Hallo? Ach, das kann ich nicht mitnehmen. Alles voll bei mir. Das war, ich glaube, da brauche ich, da kriege ich die Info. Brief des Forschers. Lieber Ader, genau, die Ader, das war der Benutzername. Ich brauche meinen Stift wieder. Ader. Meine liebe Ader, wenn du diesen Brief erhältst, bin ich nicht mehr der Mensch, den du einst kanntest. Heute erhielt ich die Testergebnisse. Ich war nicht überrascht, dass ich positiv bin. Es treibt mich an den Rand des Verstandes, wenn ich an mein bevorstehendes Schicksal denke. Ich würde alles geben, um nicht einer von denen zu werden. Soweit ich weiß, bist du nicht infiziert. Ich hoffe, dass es nicht so weit kommt, aber falls du wirklich die letzte Überlebende sein solltest, hole bitte das Material aus dem Raum für visuelle Daten. Aktiviere dann den Selbstzerstörungsmechanismus des Hochspannungsraums und flüchte von hier. Bitte unternimm alles in deinen Kräften zustehen, um diesen Unfall publik zu machen. Falls noch alles nochmal funktioniert, kannst du sämtliche Schätze über das Sicherheitssystem öffnen. Termine mit einem kleinen Sicherheitsraum, okay, sodass du dich unter meinem Namen und mit da... Also unter meinem Namen und mit deinem Namen als Passwort anmelden kannst. Du brauchst ein weiteres Passwort, um die Tür in der Kelletage 2 zu öffnen, wo der Raum für visuelle Daten ist. Als Sicherheitsmaßnahme habe ich das Passwort in einem runden Bild verschlüsselt. Ich kenne dich und bin sicher, dass du das schnell herausbekommst. Hätte ich jetzt meine Zettel von damals, könnte ich mir das sogar vielleicht irgendwo noch hier... Moment, ich schaue gerade mal, ob ich das irgendwo in meinen Unterlagen habe... Das war das hier. Das war was ganz anderes. Nö. War das hier? Ist das hier drauf? Nee, das ist was anderes. Ist es hier drauf? Nö. Hier vielleicht? Da vielleicht? So viele Sachen habe ich hier. Nö. Das auch nicht. Ich sollte mal die alten Zettel alle wegschmeißen. So komme ich ja gar nicht mehr zurecht. Das war das... Da habe ich was. Da habe ich sogar hier, glaube ich, die richtigen Zahlen. Bestellung vom Eismann, das war das und das war das, ja. Also ganz viele Zettel kann ich eigentlich schon wegschmeißen. Ich habe hier immer wirklich eine Zettelwirtschaft, weil ich weiß, dass ich solche Sachen vergesse.
Gut, ich habe eine letzte Bitte an dich. Ich hoffe, du brauchst mich in diesem Zustand nicht zu sehen. Doch falls du mir in meiner schrecklichen Form begegnen solltest, erlöse mich bitte von meinen Qualen. Ich hoffe, du verstehst mich. Danke, Ada. In Liebe, John. John, mach mir mal Lasagne. Also John und Ada sind die Zugangsdaten. John, Ada. Für die ganz Blöden unter uns, wiederholt der Quiz nochmal, was jetzt die wichtigen Wörter sind. Ja. Hab's verstanden. Bläh. Ich, Trovo, ich mir nicht Wörter merken können. Uka, Uka. Uka, Uka, gib mal Kaugummi. Wir werden sowas von wieder aufstehen. Aber für den Fall habe ich ja schon mein Gewehr dabei. Talblau. Genau, hier habe ich noch sogar meine Notizen für das Rätsel mit den Hunden, was ich hier in diesem Durchlauf ohne Probleme hingekriegt habe. So. Also, Login. Wir brauchen a John. O. H. N. Enter und Ada. Verified! Basement. Achso, das ist das Passwort, was ich jetzt noch brauche. Ach, und das muss ich ja jedes Mal hier eingeben, wenn ich dann da rein will. John. Dö, Ada. Oh, verified! Du weißt doch, dass ich's bin. Accessing? Unlocked? Ey! Ja, jetzt wüsste ich, welcher Raum das ist. Quit? Ah, yes. Gut. Dann lege ich jetzt dann erstmal meine ganzen Sachen ab, damit ich dann nämlich hier die Röntgenaufnahmen aufsammeln kann, um dann das Rätsel wieder zu lösen. Und wie war das? Ich muss die in einer bestimmten Reihenfolge aufhängen und die Teile, die dann aufleuchten, die ergeben dann ein... Die ergeben ein Wort. Oh, jetzt... Es kommt mir langsam wieder hoch, welches... Das war ein Wort gewesen. Das hat ja irgendein Wort gebildet. Moment, ich habe da noch ein paar Zettel. Vielleicht ist das Rätselslösung da drauf. Lass mich mal kurz gucken. Hier, dort, nö, nein, nix da, nada, nichte. Das wär's ja, wenn ich das jetzt hier irgendwo hätte. Nee, leider nicht. Leider nicht. Nö. Schade. Das war die falsche Tür. Ich muss woanders lang. Das war doch, glaube ich, irgendein... Das war ein Wort, was mit dem Körperteil zu tun hat, oder? Aber welches es nochmal war... Es fällt mir nicht ein. So. Oh je, ich sehe schon an seinen Zehen, dass er sich verwandelt hat. Deshalb nehme ich mal die andere Waffe. Ich sehe es doch, dass du dich verwandelt hast. Und du auch. Sieht so dunkel aus, so düster. Der Komponist hatte sehr viel Spaß. Für den Teil hier, das ist diese ganze bedrohliche, das ist, dieses Horrorspiel, das arbeitet auch mit dem Konzept, hey du kannst dir nicht sicher sein, ob da wirklich was kommt, da sind die ganzen Sachen, das kann ich mit dem anderen kombinieren, habe ich 18 Schüsse, das ist gut, ich glaube, ich brauche, Moment, das tue ich mal nachladen. Und dann lege ich das ab, weil ich glaube, ich brauche 3 freie Plätze. Und ich brauche auch wieder Platz in meinem Magen, voll lauter Kohlensäure. Oh. Die stehen auf. Ja, jetzt ist er nämlich auch rot. Servus. Bam. Zwei Schüsse. Nachladen kann ich nicht. Stehst du nochmal auf? Eine Zugabe? Nein.
Aber du, mein Freund, du sicherlich, oder? Was sagt meine Gesundheit? Ich bin gut bei der Sache. Hallo, hallo, steh doch auf, ich küsse dich mit meiner Waffe aufs Gesicht. Was ist, wenn die ein bisschen Intelligenz behalten haben und die hören, wie einer von ihren Kollegen erschossen wird und der denkt sich, ich bleib länger leben, ich spiele einfach mal tot und wenn der dann weg ist, dann verdünnig sehe ich mich. Ja, der steht noch nicht auf, der hat sich auch noch nicht verwandelt. Die da oben, die haben sich ziemlich schnell verwandelt. Und das ist auch ein Unterschied. Ich wüsste, das habe ich mir nämlich nachgeschaut, je höher die Schwierigkeit ist, desto kürzer ist der Abstand, bis ein toter Zombie zum Red Hat wird. Ja, so, ich habe das Röntgenbild. Und ich habe noch ein Röntgenbild. Ich glaube gerade, ich brauche ein Meme auf dem Notizbrett, der erregt ihre Aufmerksamkeit. Auf dem Notizblock steht gekritzelt. Zum Öffnen der elektrischen Tür müssen Initialen alphabetisch geordnet werden. Alex Brechet. Das passt. A. Anfang. Ed Fischer. A, B, C, D, E. Was habe ich hier nochmal? Prüfen? Da steht der Name drauf. Clark David. Und hier? Röntgenbild. Gail Holland. Also kommt Clark hier hinten, hier dran. Und hier kommt der eine Typ drin. Dann habe ich sogar noch einen Platz frei. Ey, das ist super. So, hier ist ein Artschalter. Drücken. Es ist ein Artschalter. Ein Teil glüht rot. Ein Teil glüht rot. Ein Teil glüht rot, ein Teil glüht rot. Alles perfekt. Und jetzt muss ich mir, glaube ich, hier die Initialen anschauen. Und die bilden dann das Passwort. Also das eine war ja das da oben bei der Lunge. Das war das E. Genau, Cell. Jetzt weiß ich es wieder. Das Passwort war Cell. Die Zelle, also die Körperzelle. Ich brauchte nur einen Buchstaben, um es wieder zu wissen. Ich brauchte nur einen Buchstaben. So. Ich glaube, das war die Tür, die ich geöffnet habe, oder? Zombie! Munition. Hohen Farbband. Und? Ich glaube, der ist ein Zombie. Und da habe ich auch einen Dia-Filter. Hallo, Doktor. Sie sehen so schwächlich aus. Legen Sie sich doch mal hin. A shotgun a day keeps the doctor away. Super. Fax. An Säuberungsabteilung, Manager-Säuberung, Raccoon-Katastrophenbekämpfungsausschuss. Der Inhalt dieses Faxes ist vertraulich und ausschließlich an den genannten Empfänger gerichtet. Oh, ich bin böse. Jegliche Vervielfältigung oder Preisgabe des Inhalts dieses Faxes an Drittes durch den Absender ausdrücklich untersagt. Nach der Lektüre ist dieses Fax umgehend zu vernichten. Da hat jemand sehr schlechte Arbeit geleistet. Wir erwarten, dass der jüngste Ausbruch des T-Virus wesentlich mehr Schaden verursacht als ursprünglich angenommen. Daraus ergeben sich mehrere Probleme. Ja, musst du mir sauber machen. Problem 1. Mehr als die Hälfte der Forscher wurde vom T-Virus infiziert und starben. Fast alle Überlebenden dieses Unfalls melden inzwischen Symptome eines T-Virus-Befalls. Problem 2. Auch unsere geheime Sicherheitspatrouille wurde vollständig eliminiert. Es besteht da die unmittelbare Gefahr, dass unsere geheimste Forschung an die Öffentlichkeit dringt. Ach, da muss ich mir meinen Kopf schütteln. Die arbeiten hier an einem wirklich gefährlichen Virus und dann wundern die sich, dass ihre eigenen Leute dabei draufgehen. Ach nee, Sherlock Holmes. Um eine Enthüllung in den Massenmedien zuvorzukommen, sind unmittelbare Maßnahmen erforderlich. Problem 3. Mit hoher Wahrscheinlichkeit können sich die Objekte innerhalb der Anlage frei bewegen. Es ist da mit zahlreichen Opfern zu rechnen. So bedauerlich diese Opfer auch sind, unterstreichen sie doch den Erfolg unserer Forschung. Es ist da unbedingt zu verhindern, dass unsere Forschungsergebnisse an die Öffentlichkeit gelangen. Nicht nur, dass die hier für solche Probleme sorgen, die wollen es nicht mal zugeben.
Ein Übertragungsgerät für das Passcode des Sicherheitssystems. Mit einer MO-Diskette könnten Sie den Passcode an das System übertragen. Ach, stimmt ja, dafür brauche ich den Code. Ist hier noch was zu finden? Nö, hier habe ich alles. Wunderbar. Also, ich schreibe mir mal das Passwort auf für den Computer, um das zu öffnen. Die Zelle war's. Ach genau, den Code, den brauche ich da, um dieses Schloss da drüben zu öffnen, wo es ja dann weitergeht. Also schon wieder hoch. Ja. Damit ich erstmal wieder Platz schaffen kann, weil diesen Diafilter, den brauche ich ja später. Zum Glück ist da später nochmal ein anderer Speicherpunkt mit Inventarkiste, wo ich schneller hinkomme. Na, stehst du auf, Kumpel? Ne, faule Socke. Und dein Kollege, der hat dir dahinter sich sauber gemacht. Das ist wieder löblich. Kriegt er hier einen schönen Vermerk im Arbeitszeugnis. So, also. Eine MO-Diskette brauche ich. Wenn ich schon Farbbände habe, sollte ich mal abspeichern. Hab wieder was geleistet. Ting, 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 ting. So. Dann legen wir das mal ab. Magnum Munition. Richtig viel. Das finde ich nice. Nehme ich die mit? Soll ich die mitnehmen? Brauche ich die? Ich glaube, ich kann sie nur einmal verwenden. Und danach muss ich das woanders eingeben, glaube ich. Wenn ich mich richtig erinnere. Wo habe ich meine Farbbänder? Hier. Brauche ich noch was? Ich könnte mein Gewehr aufladen. Sicher, sicher. Nachladen. Tschuk, tschuk. Andere Waffe auswählen. Und es so wieder ablegen. Ding, 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 ding. Feine Sache. Gut. Weiter geht's. Immer dieses hin und her, hin und her. Aber Bewegung über den Tag ist ja gut. Kann man besser einschlafen. Und du, mein Freund, du brauchst auch mehr Bewegung. Du bist schon ganz rot angelaufen. Da sieht man, da staut sich das Blut an. Hm? Du musst dich mehr bewegen, sonst platzt alles auf. Keine Sorge, Kinder. Der Joe erzählt nur wieder Stoß. Da drüben muss ich hin. Zum Computer. Um den Bereich zu öffnen. Welcher Bereich das auch immer nochmal war. Aber das war, glaube ich, hier eine der Türen. Ich könnte mir jetzt auch hier das erste Hilfsspray holen, aber brauche ich das wirklich. John, mach mir mal. Chickenkönig. Ja, was für ein Name. John, mach mir einen Mann. Chickenkönig. Ich bin schon wieder ungeduldig. John und da. Enter und Spannung, Spannung. Verified. Oh, das Passwort, das war die Zelle. Müsste die Zelle sein, oder? Permission granted. Parmesan. Aha. Das war der Bereich, wo die Zelle ist. Da könnte ich jetzt hin, wenn ich wollte. Will ich da hin? Na, ich könnte schon mal hin, um zu sehen, wie es der Chill geht, ob die Chill überhaupt schon da ist. Wahrscheinlich ist sie schon da. Zu welchem Zeitpunkt wurden die denn eigentlich eingesperrt? Frage ich mich. Wenn die dann hier am Ende des Spiels dann zu finden sind. Hm? Also die haben sich ja am Anfang getrennt und wir haben dann alles hier untersucht und ab irgendeinem Punkt waren die dann eingesperrt worden. Von wem? Von Wesker? Von jemand anderes? Wurden sie dann erschlagen? Also bewusstlos geschlagen, meine ich. Ja, ich erinnere mich, das war die Tür.
Und da komme ich nur dran, wenn ich das mit dem Passwort mache. Ach so. Das war gar nicht der Abschnitt. Das war das, wo ich die Dias brauche. Hätte ich das doch mitnehmen können. Sicherheitsprotokolle. Heliport, nur für Führungskräfte. Diese Einschränkung gilt nicht im Notfall. Es ist Notfall. Ich habe Lesebedarf. Korridor zum Heliport. Zugang ist nur in Begleitung eines Chefsforces bzw. des Sicherheitschefs gestattet. Unberechtigte Personen werden bei Betreten des Heliports umgehend erschossen. Aufzug in Notfällen wird Aufzug angehalten. Raum für Soldaten, nur wenn Mitglied der Abteilung Sonderforderungen sonst sind Personen werden zu tun. Raum für Soldaten, der Genehmigung des Raummanagers gehabt, erwähnen. Gewendet wird Soldaten, der Beteiligung der Sicherheitsabteilung, der Chef, also ich muss halt auf Veska bei der Genehmigung der Anwesung sein. Ah, Veska! Veska, die Sau! Tür mit Trefferschluss Zugang zu diesem Raum ist eine Person geworden, die schaut, mit einem Passwort sehr aktiviert, über die Kürze ausgegangen, mit einer Person, die wieder die Chance aktiviert. Und man Raum in diesem Raum ist eine Internetverbindung, der Premier schon zum Zugang, der Zugang zu einem Mitarbeiter, und auch nochmal die Antwort, die Tür der Flagge. Passwort, also mit der ich mir keine Runde Zugang zu haben, die Tür der Mitte und der Welt vorbei. Ich bin schon nach Bereich des TV's nicht weiter lesbar. Sauklaue! Sicher vom Wesker verfasst! So. Wie war das jetzt? Ich brauche die Dias, damit ich hier einen Code eingeben kann. Eine Modeskette. In der Taverne. Ein Eingang aber für den Passcode verwenden. Ich habe das Passwort nicht. Das finde ich ja erst in der Dia-Projektion. Aber ich habe jetzt schon drei Modesketten, oder? Waren das drei? Also richtig gut. Aber Moment. Wo will ich hin? Nach unten, ja. Dort, wo ich die Diskette einsetzen kann. Wo war dann nochmal das Gefängnis gewesen, wenn es nicht da oben war? Ich könnte schwören, das war da unten. War ich hier irgendwo noch ein verschlossener Raum? Die Tür ist verschlossen. Hochspannungssymbol, okay. Tür verschlossen. Hochspannungssymbol. Okay. Das war hier. Komme ich erstmal nicht durch. Hier war das mit dem Computer, richtig? Ich weiß, es sind 30 Sekunden her und der Turbo muss nochmal sicher gehen. Ja, okay. Ein Hoch für Spiele mit viel mehr Inventar. Da man ja nie... Außer man kann wirklich sich so 100% genau erinnern, wann was kommt, würde man nämlich dann nicht immer dieses Hin- und Herlaufen haben, wenn ich nämlich gewusst hätte, aha, wenn ich da jetzt reingehe, brauche ich die Dias, dann hätte ich die Dias nämlich gleich mitgenommen. Das Spielbecken ist voller leerer Kolben und Reagenzgläser. Hier weiß ich, muss ich ja... Du bist auch ein Red Hat geworden, oder? Hinter dieser robusten Tür scheint etwas zu vergeben. Öffnen? Nö, erstmal nicht. Brauche ich erstmal nicht. So, ein Übertragungsgerät für das Passwort des Sicherheitssystems. Mit einem Modus können Sie den Passwort des Systems übertragen. Ich habe eine. Number one. Die Übertragung des Passworts scheint etwas freigeschaltet zu haben. Aber die andere kann ich hier nicht verwenden. Da brauche ich nämlich jetzt ein anderes System. Das könnte ich... Ja doch, nee, das wird kein Problem. Weil ich muss da später dann Treibstoff holen. Was aber sehr, sehr leicht explosiv ist. Aber wenn ich vorher den Zombie töte, dann... Jetzt kann ich das hier mal mitnehmen. Wenn ich vorher den Zombie töte, kann ich es dann erst nehmen. So. Dann schauen wir mal, was ist da noch bei drinnen? Ja, Kräuter oder Spray? Ah, die guten Kräuter. Aus zwei grünen Kräutern. Wupsi-daisy. Ich glaube, die anderen zwei Lesegeräte finde ich erst nach dem anderen Speicherpunkt. Also, dann gehe ich jetzt erstmal zurück. Speicher mal ab. Nehme mir die passenden Gegenstände mit und dann mache ich erstmal eine kleine Pause. Also ich habe mich schon darauf eingestellt, dass ich hier das nicht in einem Rutsch durchmache wie beim Untergrund. Ja, stehst du auf? Faule Socke. Sondern dass ich hier mir halt wieder meine Zeit lasse, damit ich wirklich so viel wie möglich dann richtig mache.
Aber es läuft auf jeden Fall schneller. Ich muss mich bloß dran, ich muss auf jeden Fall nur schauen, wo ist nochmal die Chill und die Zelle. Wo sind die nochmal? Die Karte wäre schön. Wo habe ich die Karte übersehen? Die hier brauche ich. Ich glaube, brauche ich die. Ich glaube, die normale Waffe kann ich mal ablegen. Ich brauche nicht wirklich. Und die Gewehrmunition habe ich vergessen abzulegen. Heilgegenstände brauche ich auch nicht wirklich. Da finde ich ja immer so viel. Das kann ich mir immer sofort hier Hupsi-Daisy in den Rachen schmeißen. Aber einmal abspeichern. So. Meine Schreibmaschine, bitte, Dankeschön. Ja, ich habe jetzt so einen Punkt erreicht. Ich habe keine Angst mehr vor dem Spiel. Wenn ich das jetzt das allererste Mal spielen würde, hätte ich wahrscheinlich immer noch die gleiche Anspannung, ja. Auch wenn ich es auf der schwierigsten, auf der leichtesten Schwierigkeit spiele, weil ich einfach nicht weiß, was kommt auf mich zu. Bin ich immer gut vorbereitet? Aber das Schlimmste ist, was passieren kann. Ich sterbe, dann muss ich da von dem meinen letzten Speicherpunkt nochmal machen. Das muss ich mir immer wieder sagen. Aber was ich Ihnen wieder sagen darf, meine Damen und Herren, wenn Ihnen diese Ausgabe von Resident Evil HD Remastered gefallen hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dahin, E93 Turbo. I love to entertain you. Tschüss. Herrn gut, bye.